32, oh. Das ist ja mal eine Abwechslung, drück aus. Hatten wir noch nicht heute. Und tschüss. Oh. Die haben einen ähnlichen Namen. Tragasso und Taubas? Taubasso. 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 Tragasso mit Flügeln. Hm. Tja. Mir bringt das nichts, was er da macht. Ich weiß auch nicht. Oh. Ja. Mensch. Du bist doch direkt weggemacht hier. Bap. Du hast dir gerade selber mehr Schaden gemacht, als er hätte. Ja. Zu auf jeden Fall. Knoja. Knoja. Auch die ganze Knochenkeule oder was? Lass knoggen. Lass knoggen. Olle, ey. Diese ganzen Auflad-Angriff-Attacken von Taubers. Unglaublich. Ja, ne? Und der Gegner kann einfach nichts. Nö. Weg. Aber ist ein cooler Kampf halt. Ja, das stimmt. Der kann nicht. Ta-ta-ta. Bitte verschone mich. Nö. Sag danach im Kampf. Glurak als Schwächstes? Jawohl. Ja, natürlich. Erstmal speichern, das könnte ja eng werden. Ja. Nein. Ja, das ist schon hart. Bingo! Ah, Raffi, so trifft man sich wieder. Ich führe gerade äußerst wichtige Verhandlungen mit dem Präsidenten. Verhandlungen? So. Halte dich ein für alle Mal aus den Geschäften Erwachsener heraus. Oder du lernst eine Welt voller Schmerzen kennen. Eigentlich wollten wir jetzt gehen. Ich weiß auch nicht, warum der so überreagiert. Verstehe ich nicht. Ist das eigentlich ein Taschentuch da in seiner linken Brusttasche? Ja. Sieht aus wie das Herz, was einfach oben drauf geklatscht ist. Sieht aus wie ein Herzcontainer. Ja, ein Herzcontainer. Ja, Zelda. Nidorino. Aha. 37? Mensch, der ist ja auf unserem Level. Gerade noch. Alter! Und Glurak hat so starke Feuerattacken. Jo. OP-Schlitzer. Furienschlag! Oh jawohl! Nein. Der macht uns fertig! Wir können ja nichts tun! Nö! Torratz! Eine Respektschelle. Respektschelle? Jo, hallo! Mensch, ein Volltreffer! Was? Oh Gott! Ach Mensch, der macht ja Schaden. Wie so eine Dauermaschine. Zack. Mhm. Zack. Du hast einen Glurak, es könnte so geile Attacken. Schlitzer. Natürlich hat die Stärke auch einen Volltreffer. Oh. 38. Okay, jetzt wird's Zeit. Ein Rihorn. Na, ich hab mal Bock. Weiter Schlitzer zu benutzen? Nein, kein Schlitzer. Oh! Es geht los. Schlitzer? Oh, ich weiß genau, was du vorhast. Schlitzer hat Stärke 70, wenn man mal rechnet. Stärke 70, Volltreffer mal 2, 140, Erdbeben, Stärke 100. Weil es eine Bodenattacke ist, also einen Step-Bonus hat, 50%, 150. Erdbeben ist grundsätzlich stärker als Schlitzer. Hau so raus. Ja. Bah, das Bild wackelt einfach nur. Erdbeben macht fast das gleiche Geräusch wie Kandama. Ja. Weg. Mhm. Hey! Nido! Boah, 41 ist ordentlich. Ja, das ist ordentlich, ja, in der Tat. Das wäre ordentlich. Es wäre. Oh! Oh. Sie wehrt sich! Body Slam! Ringt sie zu Boden! Oh Scheiße, war das heftig! Zerschneider-Finish. Ja! Demütigend. Jo. Dafür eingekommen. Unser Darm hat wieder das höchste Level. Ja, verdient. Verdient in die Fresse.
Verdammt, der Mist. Jo. So, was haben wir denn hier? Ach Mensch, ein PC. Super. Sprich mal mit Professor Eich. Moment, dann kann ich doch gleich die Items ablagern hier, die ich nicht brauche und so. Wenn man schon mal da ist. Mach das gleich im Pokémon Center nochmal, weil er zwischendurch einen Pokéball findet, den er nicht braucht. Der kann erstmal weg. Na 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 na. Was waren das eigentlich für TMs, die ich da mit mir rumschleppe? Finale? Okay. Ja! Raffi freut sich. Bodycheck, auch nicht so doll. Gut. Hallöchen. Wir sind für deine Heldenmut. Du hast uns alle gerettet, danke. Bitte. Und du? Ich danke dir für die Rettung des Hilfco. Ich werde niemals vergessen, wie du uns trotz größter Gefahren tapfer gerettet hast, bla bla. Wie kann ich dir meinen bloßen Dank aussprechen? Gib mir irgendwas. Ich bin reich, ich könnte dir alles geben, ja! Aber vielleicht ist das hier eher etwas für dich. Meister! Ja! Gib uns das Geld! Wir brauchen es ja! Ja, dringend! Gibt es ja eigentlich ein Maximum? Ja, wenn die... Ich glaube noch 400 drin wäre. Was? 446 noch, dann sind wir voll. Echt jetzt? Ja, ich glaube 99.999 ist Maximum, oder nicht? Sind wir schon bei 99.999? Ja. Moment, wir gehen gleich mal verkaufen und dann gucken wir mal. Wir können auch 9 Millionen kriegen, kein Ding. Problem ist nur, ich weiß, dass es Maximum gibt, aber ich weiß nicht, ob das wirklich dieses Spiel war oder ein anderes. Ich frage mich, ob oder warum jemand seine Firma mit Warpfeldern baut. Ja. Damit man sich schneller fortbewegen kann. Ich hätte auch gern Warpfelder in meinem Zimmer und auf Toilette. Damit die Räume, die zusammen gehören, auch zusammen verbunden werden oder was auf schnellem Wege. Weil der Präsident dick ist. Das muss es sein. Oh ja, oh ja. Reiche deswegen Leute. Hat er auch eine relativ schnelle Abkürzung zu den Betten, ne? Aha. Zu der Frau. Zu der Frau. Zu der Frau. Ja. Oh ja. Ah, Digga. Digga. Oh nö. Bin faul zum Laufen. Du fliegst in die gleiche Stadt. Ja. Wäre cool, wenn du so einen Propellerhut hättest. Carlson vom Dach? Ja. Ich dachte an Inspector Gadget. Aber der hätte keinen Propellerhut. Er hat einen Propeller. Ja. Verkaufen, verkaufen. Ja, wo war hier nochmal ein Shop? Na. Kommt mir die nächstbeste Uschi entgegen. Geh weg. Okay, lass mal sehen. Wir haben hier eine super Angel. Wir haben die Finale. Erlernen. Oh ja, 100.000. Tatsächlich. Dann wird wohl 999.999 das Maximum sein. Also waren das jetzt... Was habe ich da gerade verkauft? Ich habe irgendwie noch mehr TMs. Das ist jetzt Bodycheck. Es gab Finale und Bodycheck. Und was gab's noch? Was anderes. Moment. Okay. Hab ich. Nein, geh weg. Eben noch verkaufen wollen, jetzt geh weg. Jo. Das ist Bodycheck. Ja, das sag ich doch. Finale? Schwertanz. Wollte ich das jetzt jemandem beibringen oder nicht? Guck selber.
Super. Ich hab nur verschwommen gesehen. Also eigentlich nicht. Braucht das keiner, ne. Was ich schade finde, denn ich mag die Attacke. Das ist eigentlich die Rauschi-Attacke. Ja, Schwertanz. Einfach mal doppelt so stark werden. Einfach jedem Pokémon Schwertanz beibringen. Ich mag es, wenn man ein Pokémon hat, das verteidigungsmäßig ausgebaut ist und mittelmäßigen Angriff hat und dann Schwertanz einzusetzen. Bei diesem neuen da, bei diesem Schwert ist das gut. Ja, ja. Je nachdem, wie man es halt einsetzt, ne? Ja. Es hat ja irgendwie verschiedene Formen. Verteidigung und Angriff. Brauchen wir ein Fluchtseil? Na ja, komm, erstmal rumtragen. Oh. Oh. In was für Höhlen kommen wir denn noch? In die Seeschauminsel? Ja, da brauchen wir auf jeden Fall ein Fluchtseil. Weil da habe ich keinen Bock zurückzulaufen. Siegesstraße, ja. Da wollen wir durch. In Siegesstraße, ja stimmt, dann war's das. Jetzt gehen wir erstmal in die Räume, die versperrt wurden. Dieters Höhle! Da können wir rein und dann fliegen. Das haben wir noch nie gemacht. Ihre Freundin hat es wegen ihrer Schüchternheit nicht wirklich beliebt anscheinend. Ihre Tochter. Freundin. Oh. Deswegen hat die ganz viele Puppen. Alles Puppen. Sein seines Pokémon, hm? Es ist nur eine Puppe. Ja. Yeah. Kann ich nicht anklicken. Oh, wieder eine Puppe. Und ein Dodo. Spiegel, Spieglein an der Wand, wer ist die schönste im ganzen Land? Raffi. Hat sie dem Dodo Sprechen beigebracht? Vielleicht ist es ein Papagei. Ein Papageien-Dodo? Ein. Was? Ein Papadodo. Papadodo? Okay. Ja. Dodugai. Dodugai. Hallo, magst du Pokémon? Halt, ich habe doch. Hab doch dich gefragt. Wie? Du bist komisch. Hm? Ich soll die Nachahmerei aufgeben? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Da war ganze Zeit Raffi vor. Ja, aber das ist doch mein Hobby. Okay, ist egal, ich mag die nicht. Ich bin verwirrt. Ja, hat er überhaupt schon mal in dem Spiel geredet? Nee. Nee, das war ja sie. Ja. Aber da stand Raffi. Ja, weil sie uns nachgeahmt hat. Okay. Vielen Dank für deinen Brief. Bis bald. Hey, lies meinen Brief nicht. Okay. Topsy. Das kann nicht wahr sein, ey. Ich habe ein AP Plus geschenkt bekommen. Es erhöht die Angriffspunkte einer Attacke. Gratulation. Das ist ja der Brief, ey. Ich mag die Nachahmerin. Aha. Oh. Ich kaufe ihr eine Pokepuppe. Ob wir vielleicht eine Pokepuppe kaufen sollten? Und war das ein Tipp? Sie vorher absnacken. Ja, lass machen. Aber ist das assig? Ich weiß nicht, ob man dann was bekommt. Ich hab's noch nicht ausprobiert. Beziehungsweise ich hab's bestimmt mal ausprobiert, aber ich weiß es nicht mehr. Ja, das ist im Endeffekt egal, ob du es ausprobiert hast oder nicht. Doch, ich glaube, irgend so eine TM. Ja? Mit Nachahmen? Oder sowas? Mimikry oder Mimikry. So? Ja. Das könnte sein. Kann man ja mal ausprobieren, ne? Ja, theoretisch. Kann man es ausprobieren? Ja. Welches denn? Weiß ich nicht. Ditto. Ditto, ja. Ditto. Mann. Das Fluchtseil behalten wir mal. Verwandelt sich in sie. Hm. Das wäre komisch. Das wäre Sido. Das ist doch nicht wahr sein. Rappt uns dann zu. Na komm, rückwärts. Das geht ja rückwärts viel schneller. Hätte ich nicht gedacht. Ich schon. Beziehungsweise habe ich nicht mehr im Kopf gehabt. Raffi schon. Jo. Ja.
Fast richtig. Die sehen doch alle gleich aus, die Häuser, nur dass einige keine Türen haben. Wie kommen die Leute da rein? Mysterium. Ja, dann magst du Pokémon? Halt, ich habe doch dich gefragt. Wie, du bist komisch. Wow. Erstmal die Standard-Tags ablabern. Wow, das ist eine Poképuppe. Ist die für mich? Vielen Dank. Ich gebe dir das hier dafür. 31.